Ich weiß von gar nichts. So, ich glaube, da wohnen wir am falschen Ort alle. So, Konvoi. Ja, stimmt, so. Die Einzigen, die sich besuchen können, sind Kev und ich. Haben wir ja schon. Ja, ich weiß. Dabei war Markus so einer meiner Abonnenten. Und irgendwann hat man sich dann gesagt, komm, jetzt durch Zufall rausgefunden, dass man nicht allzu weit weg wohnt. Ich glaube, Markus war nicht von 20 Kilometer oder so, maximal auseinander. Oder naja, 25, aber oder als 25. Du hierher gezogen bist, da war ich schon lange nicht nur ein Abonnent, da waren wir schon lange eine Truppe. Ja. Oh, Alter, really. Stimmt, das hat sich nur durch Zufall ergeben, eigentlich, als ich hier schon gewohnt habe, dass ich rausgefunden habe, oder du zumindest gesagt hast, wo du herkommst. Ja. Und dann dachte ich mir, ey, da sieht doch die ganze Zeit. Das wusstest du schon und dann hast du deine Freundin kennengelernt. Nee, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht und dann habe ich gesagt, ich ziehe dann irgendwann in die Nähe. Ja. Es war kurz bevor ich dann wirklich umgezogen bin, ja. In meinem Benz. Ja. Und dann war, ja, eigentlich warst du jetzt Abonnent, hab so eine Folge mal geguckt, kommentiert und dann habe ich gesagt, dann hol ich dich immer in die Liga und ich habe dich dann in die Liga geholt. Komm in die Gruppe. Ja. Und dann hat sich das irgendwann auch falsch. Ich war erst in einer anderen Liga, wo du mir den Kontakt zu vermittelt hast. Und da die hat sich dann aufgelöst und dann haben wir zusammen die Samstagsliga gegründet. Ja, meine ich ja. Ich habe dich aber trotzdem in die Freitagsliga, da diese 100% Liga geholt. Nee, das war keine 100% Liga. Das war die Liga vom Skyline, vom Julian. Ja, 100% Freitagsliga. Freitags damals gefahren. Das hat sich nach dem Rennen, das Rennen hat sich dann, nach dem Rennen hat sich die Liga aufgelöst und dann. Das war Bahrain und danach hat sich die Liga, nicht die Liga. Monaco. Monaco war es. Bahrain. Was, Bahrain? Ich meine, ja, Monaco wäre immer noch gewesen, da bin ich Zweiter geworden. Nee, das weiß ich noch, das war Bahrain, da bin ich nämlich mit, The Real Kevman und Dings in einer Party gefahren. Na, wie auch immer. So, okay, Alter. Ja, es hat sich auf jeden Fall irgendwie zu ergeben. Ich bin übrigens gestern Abend 2-Liga-Rennen gefahren. Nö, ich bin erst gestern 100% Monster und dann nochmal 50% Österreich, Alter. Ich fahr so Matschepampe in der Birne danach. Ja. Alter. Ich hab heute Abend frei, ich darf noch viel quatschen. Weil heute Abend das Stream angesagt und das Kommentieren. Heute Abend ist Sandfort, Niederlande. Naja, wir fahren in USA. Und die Strecke, wie jeder weiß, mag mich die Strecke nicht. Deswegen hab ich gedacht, das kommentierst du. Markus, machst du alles für mich? Ja, immer. Dann gehen wir morgen für mich zum Arzt. Ich hab keinen Bock darauf. Ich glaube nicht, dass der bei mir irgendwo reingucken kann. Das musst du schon selber machen. Nicht das Arzt. Der Markus ist bestimmt falsch am Gynäkologen. Nicht diesen Arzt. Markus, nicht diesen Arzt. Ich hab nur was auf den Kopf gesetzt. Mehr ist es nicht. Der Aluhut wird auf den Kopf gesetzt. Das bringt auch bei mir nichts, da wird er nämlich nicht viel drin finden. Enrico, du musst ja reindrücken. Das ist ein leeres Signal. Danke. Ja, ich habe mal ausgewählt. Da ist nur ein leeres Signal, also. Er kriegt dann nur einen Nullpunkt angezeigt, wenn er mir was auf den Kopf setzt. Boah, die läuft einfach im BH rum. Ja, kein Empfang. Freu dich doch. So, wo ist meine Nummer? Begib dich zum Hintern halt. Zum Hintern halt, ja. Ja, vielleicht ist das gar nicht mal so schlecht, wenn man zum Hintern halt fahren müsste mit dem Kuruma. Oder mit dem Auto. Ja, dann steig ein, Kev. Warte, ich komm zu dir, ja. Ich hab nämlich jetzt auch einen. Den habe ich mir nämlich nach unserer Dreier-Session mit Enrico gekauft. Ja, der ist gut, der Wagen, auf jeden Fall, der lohnt sich. Gerade für solche Missionen. Wieso hab ich jetzt nie einen Kopf? Ich hab den auch mal so gehabt, eine ganze Weile. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt änderst du mal die Farbe. Ich habe dann immer ein schwarz-lila noch gehabt und jetzt habe ich den in diesen beige-schwarz. Ja, braun-schwarz. Ja, braun. Ich weiß also, ich weiß genau nicht, welches braun das ist. Oder Bronze könnte es vielleicht sogar sein. Nee, Bronze ist es nicht. Ich hatte den mal genau so gemacht, wie du den fährst, wenn du im Editor-Modus testest. Da fährst du die Autos auch alle in Bronze. Das ist, Ponce ist es nicht, aber ich glaube, weiß es gerade nicht mehr genau. Ja, ich mache meine Autos immer je nach Laune. Ich habe ja viele Autos, die ja momentan auf Orange, Schwarz, Weiß sind. So zum Beispiel, also gerade die Sportwagen.
Na, unsere Crewfarbe ist ja so gelb-orange irgendwie so in der Richtung. Na, ich muss ja nicht unbedingt alles auf Crewfarben machen. Ich mach die einfach, wie ich da Bock drauf hab in dem Moment. Ach, da unten fährt ein. Achso, das ist so ein Rico mit dem Centauro da unten. Ja, ich weiß, ob das, ich weiß auch nicht, ob das der richtige Wagen vielleicht für diese Mission ist. Wie gesagt, ich weiß auch nicht mehr auswendig. Weil die Biker, die kommen nämlich danach. Das ist jetzt noch diese, dann kommen einfach um. Diese und dann kommen noch die Biker. Und dann kommt das Finale. Ach stimmt, der Konvoi. Ja, stimmt, der Konvoi ist ja jetzt. Ach. Die Brücke, wir müssen die Brücke einfach nur blockieren. Ja, ja. Genau, und dann müssen wir den. Und dann müssen wir den LKW klauen. Die zwei Helis wegschießen. Ich hab da so zwei von den. Von der Valkyrie. Und dann. Und dann müssen wir den LKW stehlen und dann abliefern. Genau. In der Garage, glaube ich, wo wir Avi hingebracht haben. Wenn ich es richtig noch im Kopf hab. Bei irgendeinem piept das Mikro. Oh, schön. Dann ist es bei dir. Das haben sie geändert, ey. Das ist toll. Weil ich hör's der Stein war nämlich mal. Der Stein, wo ich gerade gegengefahren war, der war nämlich mal nicht beweglich. Da bist du nicht mal hängen geblieben an dem scheiß Stein. Ja, okay. Mikro macht auch ein bisschen Probleme. Hä? Bei mir ist es ein bisschen mit Wackeln. Ja, das. Aber das funktioniert. Das funktioniert. Also man versteht dich klar und deutlich. Ja, bis jetzt haben wir auch bei dir noch nicht dieses Rauschen vom letzten Mal. Das ist total ekelhaft. Das tat richtig weh. Ey, da hier ist die Brücke, wo ich runtergefallen bin. Vielen Dank. Hier bin ich für die. Kümmer mich um die Helis. Das sind zwei. Mega. Ich habe ja Helis gesagt. Ja, du musst da mit dem Lenkraketenwerfer rein oder irgendwie sowas. Hab ich doch. Hast du, okay. Ah, ist gut. Du musst da mit dem Lenkraketenwerfer rein. Wäre geil! Ja! Yeah. Ich hab die große Wumme. Die goldene Minigun. Ein Heli kommt auf jeden Fall schon. Da oben ist er. Okay. Das hat ja schon mal gut funktioniert. Naja, ihr regelt es ja schon. Jetzt ja gerade. Heli down. Aber wir prepared, G! Es müsste jetzt eigentlich noch einer kommen. Nö. Oder er kommt mit dem Konvoi. Ich sehe den Konvoi. Ja, wir müssen uns verstecken hinter die Autos am besten, damit wir die wegschießen können direkt. Bitte nicht mit Raketen da reinschießen, wir brauchen den LKW. Hey! Oh, Alter. Ja, wer von uns beiden steht in Entdeckung? Ich bin ja versteckt. Busch. Hinter dem LKW muss er aber stehen. Stimmt, der zweite Heli kommt, wenn wir den LKW geholt haben. Henry, ach Markus, du bist das hier da vorne. Ich hol mal den Lastwagen. Ja, warte, da steht doch einer davor. Da ist noch ein Dings dahinter. Ich sehe vorbei. Ich stand doch links einer davon, von dem LKW. Also von deiner Seite. Ja, hinter dem LKW steht noch ein Dings mit Maschinengewehr oben drauf, ein Insurgent mit Maschinengewehr. Naja. Hab ich gesagt, die haben wir eh. Gerade gefällt die Mission. Verkackt. Ja, passiert, alles gut. Vergehen, wird, bei der letzten wird es auch noch nicht ganz ohne, definitiv. Wenn wir nachher die Flucht haben. Also wenn das im Real Life so wäre mit Respawn, Alter, geil. Kennst du das Video, Enrico, mit Dings hier? Wie heißt der? Der Trevor spielt.
Ock, irgendwas mit Ock oder so, ne? Keine Ochse Ock. Wo der so ein Typen, der sich Virtual Reality Brille kauft, das Virtual Reality GTA erklärt und durch die Stadt fährt und das sieht alles total realistisch aus. Und er wird dann auch erschossen und ploppt einfach wieder auf und findet seine eigene Leiche. Nee, kenne ich nicht. Hei, hei, hei. Autobumsen. Ich hol mal meins auch noch. Ja, wir brauchen halt nur einen Schutz. Achtung, Heli, wie gesagt. So dumm. Das ist doch gut. Da oben. Weil es noch die Autobarrikade bei Don't Sleep. Ja, es geht ja darum, um ein bisschen geschützt zu sein. Ich muss übrigens sagen, ich finde das neue Logo viel, viel besser als das alte. Na, nicht ganz. Was? Ich habe den Heli nicht ganz getroffen. Achso, ich dachte, du meinst jetzt den. Das Logo sieht gut aus. Kommt. Heli, du hast irgendwie heute mit Sterben, ne? Ich hab gesagt, ich sterb zuerst. Du hast es mir ehrlich geglaubt. Na, ich weiß aber warum. Weil du nicht an der Deckung warst? Auch. Hab ein. Ja, Autos sind frei. Hehehe. mir ist im Idealfall noch einer, den Insurgent nehmen. Ah, da ist ja noch einer. Da sind noch zwei. Und der Heli. Steig ein, Baby. Stopp. Bitte den, warte mal kurz. Wir haben noch die Heli, wir haben noch zwei Helis. Und da ist ein Gegner bei dir, Kev. Ja, der wollte aber nicht anvisieren. Mein Hilken. Das war bei uns mein erster Tod tatsächlich in der Aufnahme. Aber der wollte nicht anvisieren, den Gegner, oder beziehungsweise den mich einen mitgeben. Weil da kommen noch zwei Helis, die müssen erstmal weg, bevor wir den LKW rausziehen. Diesmal gehe ich in Deckung. Weißt du, was mir gerade in Sinn kommt, wo du erzählt hast, der wollte nicht anvisieren? Hä? Weil wir haben doch die Masken auf und da kam mir gerade die Szene aus Django Unchained in den Kopf, wo die so sagen, wer kam eigentlich auf die scheiße Idee mit den Masken? Man kann gar nichts sehen. Ja, richtig. Ach, alles gut. So, also wie gesagt, die Autos nochmal bereitstellen. Aber gefühlt waren die Typen tatsächlich weiter vorne eben. Eben war sie nämlich weiter hinten an der Brücke. Ja, weil wir die Brücke blockiert haben. Vorher ja auch. Ja, aber nicht so weit rein. Dann setzen wir die Autos jetzt ein bisschen weiter nach hinten. Oder ein zumindest mal. Also noch weiter in die Brücke rein, okay. Ja, ja, so passt das, alles gut. Wo bist denn du schon wieder da oben hin, Enrico, mit deinem Sportwagen? Und du wurdest. Und du wunderst dich, warum du stirbst. Ja, warum war ich nicht in Deckung gegangen? Ja, du sitzt in dem Centauro, das Ding ist nicht gepanzert. Doch, der ist gepanzert. Ja. Kevso von zu Enrico, du warst nicht in Deckung, oder? Keine Antwort jetzt. Ich war nicht in Deckung. Ja. Natürlich nicht. Wer macht den Heli? Ich mach den Heli. Geh dich schon runter.
Was habt ihr? Was habt ihr veranstaltet da hinten? Keine Ahnung, ist auf einmal mein Auto explodiert. Aber die Mission läuft noch. Ja, aber wir haben wieder ein Teamleben. Keine Ahnung, was gerade passiert. Auf einmal, ich hab nur mit dem Schwarzgewehr auf den Heli geschossen, auf einmal boom. Okay, dann lag ich. Jetzt geht er weg. Was jetzt passiert? Die sind genau neben mir angehalten, ja, weil ihr so weit vorne standet. Aber du bist tatsächlich, bist du nicht da vorne? Du bist oben auf dem Dings gewesen. Oder? Oben. Ja, hinter meinem Auto. Du bleibst einfach bei uns und wir arbeiten als Team. Genau, das ist es halt. Ich glaube, du bist nämlich ziemlich weit hoch. Du bist ja hoch auf den Berg gefahren, klar. Einfach mal, wir bleiben zusammen am besten. Jetzt stellen die beiden Autos an die Brücke ran. Dass wir die beiden Taktik nicht funktioniert, ändern. Das ist das Gleiche, was wir dem Thomas damals erklärt haben. Nö, das funktioniert schon irgendwie so. Es ist 10 Mal hintereinander schlecht, nicht gut gegangen. Und trotzdem hat das dann, und er war dann gemerkt, okay, ich muss es doch ändern. So, alles gut. So, nochmal. Ja, ach, wir haben ja Zeit. Hey, mein Gott. Ach, ein bisschen fehlt. Bis wann haben wir überhaupt Zeit? Jetzt um 12. Bis wann habt ihr Zeit? Bis 2. Okay. Auch. Das ist genug Zeit. Naja, wir kriegen das heute durch und dann gucken wir einfach, was am Ende noch rauskommt. Genau. Also, wenn die Leute fertig sind, sind wir durch. Aber mein Auto ist jetzt zerstört, ja, stimmt ja. Ja. Eingefallen. Warum auch immer. Dann rufe ich erstmal, ich habe jetzt Zeit gerade, kann ich ja erstmal mal aus dem Mitschüler anrufen. Warum auch immer das Ding gerade hochgegangen ist, ich habe keine Ahnung. Auf einmal knallt oder so ein Leben. Ja, ihr könnt euch hinter die Autos stellen, hinter mein Auto stellen und ich kümmere mich wie immer um den Heli. Das funktioniert irgendwie nicht. Was wollt ihr nicht erstmal alle herkommen zum gelben Punkt so und den erstmal aktivieren, bevor ihr... Ich hab den aktiviert, ich bin dem durchgefahren. Jetzt. Wir sind schon in Bereitschaft. Ja, wir sind schon da. Haut euch einfach hinter den Wagen. Enrico hat gerade meine Panzerung gefickt, weil er... Das habe ich... Rückwärts in mich reinfahren ist toll. Das kommt immer gut für Missionen. Weißt du, der Neue macht sich direkt unbeliebt. Das hat aber letztens besser funktioniert. Ja, wieso? Der hat halt erstmal instant den Söldner hinbekommen und fragt dann noch, was ist denn das? Erstmal doch die Begrüßung. Erstmal Söldner an die Backe gekriegt. An die Arschbacke. Ja. Ja, das sowieso, ja. Und fragt dann noch, was ist denn das? Das sind ein paar Soldaten, die mich abschießen wollen. Ich hab gar nichts gemacht. Du hast du auch nicht. Ich hab's ja nur angerufen, dass sie dich holen. Schon jemand am Heli dran, oder was? Weil der ziemlich hin und her wackelt. Ich versuch den rauszusnipern, aber es klappt. Ja, das ist nicht ganz einfach. Warte, ich hab den jetzt auf Visier. Erster. Ja. Warum explodiert das Auto? Das frage ich mich auch gerade. Was ist mit dem Heli? Der fliegt noch. Ja, da ist doch ein Heli, deswegen... Der ist gerade in der Brücke. Okay, jetzt verstehe ich gerade, was los ist. Der Heli ist zu spät rausgeholt worden. Das Problem ist, der schießt mit Raketen. Und wenn der Raketen schießt, die natürlich auf die Autos. Das ist der Heli gewesen. Gut. Jetzt verstehe ich gerade die Situation. Alles klar. Was geht hier ab? Ja, das hätte man vorher immer überlegen können, ja. Sind ja nicht nur ein Heli, mit dem Konvoi fliegen ja, glaube ich, noch mal ein oder zwei dazu. Auf jeden Fall soll zumindest gerade eben an der Brücke zerschellt, der eine. Ja, der muss zerstört werden. Halt, der darf, das ist halt, wenn Yvonne und ich irgendwo an einer Stelle stehen, knallt es halt. Dann ist, ja, da fliegen die Raketen, ja. So, also, warte mal bis jetzt gerade den Punkt, ich muss mein Auto natürlich wieder anfordern. Wie soll das jetzt im Finale werden, weil wir hier schon so katastrophal verkacken? So. So, meins ist ja wieder da. Ja, du hast halt eins, ich hab. Was war das? Keine Ahnung. Jo, hast du gefragt, aber ich spiele irgendwas über der Nase in den Luft. Ja, das ist Enrico, der hier mit dem Raketenwerfer rennt. Ja. Damit habe ich nicht auf den Boden geschossen. Ich hab nur noch zwei Kugeln. Und dann stürmst du am Ende und denkst, scheiße, das Mission schon wieder gefehlt.
Okay, mein Mechaniker kommt nicht. Da setze ich halt das Auto von, ich glaube, Baby ist das, der türkisblau da. So, dann setzen wir die Autos noch. Also setze ich da hin, okay. Traut ihr euch nicht mehr näher ran, oder was? Doch, alles gut. So, also an jetzt. Dich, jetzt. An dich immer. Was hast du denn für eine Socke auf dem Kopf? Eine Socke. Warum liegt hier Stroh? Warum haben sie eine Maske auf? Ja, Täter! Hier, kümmert euch mal um den Heli, bevor der wieder uns alles wegballert. Ja, ja, ich bin schon dran. Stelle rumzuspielen. Da klärt's auch, wie gesagt, warum der so. Hey, ich seh den gar nicht, du. Der ist da oben links, ist der. Immer im Berg. Oh, oh, komm wohl. Klar, der hält eine Rakete natürlich auch ohne Probleme aus. Das ist halt. Savage, glaube ich, ist das, oder Valkyrie, ich weiß es nicht. Der hat doch. Der, pass auf, der lebt doch. Scheiße. Das Babys Auto explodiert? Ja, ich hab's mitbekommen. Ich hab's ja abgekriegt. Sterbe hier. Ja, der hat natürlich eine Rakete hat er natürlich abgehalten. Das kann natürlich was werden. Ja, momentan schon, ja. Aber noch ist alles gut. Das werden wahrscheinlich zwei Aufnahmen jetzt für die Mission, ne? Okay. Kann passieren. Werden wir sehen. Jetzt muss Baby ihr Auto wieder bestellen, weil das kaputt gegangen ist. Ja. Gott sei Dank steht meiner hier schon wieder. Meiner ist aber auch weg. Er ist auch zerstört worden. Ja, die standen ja beieinander. Du Arsch! So, warte auf den Konvoi. Das sah gerade aus, als wenn Markus gerade in den See gefallen ist oder so. Ui! Da drüben laufen einfach Passanten so. Oh ja, ist ganz normal, dass die da stehen mit Raketenwerfern. Ja, drei Leute mit Raketenwerfer auch, das sehen wir jeden Tag. Das ist nichts Neues. Auf jeden Fall Jagdgebiet. Was jagen die denn hier? Helikopter. Hä, wie kannst du den schon im Visier haben? Das ist, glaube ich, nicht Lenkraketenwerfer, was sie benutzen. Ich schieße gerade nicht vom Lenkraketenwerfer, nein. Die also. Gehen aber gar nicht so weit, Kev. Die Reichweite reicht nicht. Die explodieren auf halber Strecke. Ist noch zu weit weg. Ach komm, hier Fettsack. Kriegen gleich ins Visier, aber da drüben kommt 3, 2, 1. Jawohl, ja, das ist ganz down. Wichtig gewesen, dass der mit runtergegangen ist. Jetzt haben wir die den Heli schon mal von der Backe. Hast du mir überhaupt alle hinter diesem Auto? Weiß ich nicht. Nicht mit dran, bitte nicht, Färbe, bitte nicht mit irgendwelchen Dings werfen. Schießen. Nichts explodieren lassen, wir brauchen den LKW, wie gesagt. Erst Auto down.
So. Bevor wir jetzt weitermachen, müssen wir zwei ein bisschen bei den Helis noch weg. Ich hätte auch machen sollen. Ah, mach schon wieder einer. Mach dir die weg. Oder? Ey, ich hab die jetzt weggeprügelt. Ich hab nur noch eine Rakete, gell? Ich hab beim Minigun und so. Ach, ich will die Minigun haben. Achtung, da kommt ein Auto von vorne, bitte. Ja. So. Stopp! Ich hab damit. Ich sehe nicht, wo sie sind. Einer muss von rechts kommen und einer kommt von links, aber die Frage ist, wo? Links, warte. Rechts sehe ich noch nichts. Links, doch links sehe ich. Links sehe ich. Ja, da hinten, ja. Noch zu weit weg. Ja, nicht. Der kommt noch zu früh. Heli down, jawohl. Ne, der lebt noch. Der lebt noch. Jetzt ist er down. Schnell Inventar, nochmal zweimal Munition für Lenkraketen nachher besorgen. Für den anderen Heli noch? Ja, der braucht noch. Der ist ein. Wo ist denn der? Der ist ja. Der ist bei der Motocross-Strecke. Ja, der braucht noch einen Moment, bis der hier ist. Inventar. Das ist echt entführe den Lastwagen, ne? So, ich hab Blinkraketenwerfer wieder voll. Was? Du bist wieder voll? Ja, der Lenk. Ich bin immer voll. Liegt das nicht überhaupt, der Heli? Ja, der müsste sich bewegen. Ganz langsam. Ja, der braucht halt einen Moment, bis du hier ist. Der ist jetzt noch nicht mal am See. Der kommt jetzt links knapp über den See gleich rüber. Da, wo wir eben Ivy geholt haben. Hingebracht haben. An der Mündung ist der oben. Da oben ist er, ganz rechts. Über dem Hügel da. Ich kann aber noch nicht anvisieren. Ach, das will ich schon auf. Aber hier mit den Searches, der kann ja schon schießen, ja. Er raucht tremendous. Ja, aber ja. Niedergischt. Sehr gut. Der ist schon mal down. So. Da kommt noch einer. Ja, der 3-4 sind das. Oh, hier, ja, vor mir! Ah, ich hab Angst! Mama! Down. Yes. Ja. So, ich wusste gar nicht, dass ich die Waffe hab. So, jetzt ist Ruhe. Warte, ich komm zu dir, Enrico, du fährst das Ding, ich schnapp mir mal die Kanone da oben. Wir müssen in die andere Richtung, Leute, ne? Ihr seid. Naja, ich steh falsch rum, genau. Wir fahren vor, würde ich sagen. Ja, macht mal. Aber macht. Weil dann können wir euch schon ein bisschen die Straßensperren wegschießen. So. Die reifen sich dabei wieder. Stopp, bisschen langsamer, Enrico. Bitte langsamer. Guck das. Stopp, warte mal kurz, bis der LKW dran ist. So, jetzt, fahr vor. Na, nicht, dass wir den verlieren oder sowas. Ich weiß nicht, wie viel dahinter noch kommt. Stopp. Autos down, weiter. Weiter vor. Ja, der LKW hat nicht so eine gute Anfahrt am Bergauf. Das sah da gerade aus, als wenn irgendwas von euch aus dem Stopp, Markus! Okay, Auto kommt! Ja. Auto ist down, weiter. Der brennt! Ja, Vorsicht, der Auto brennt.
Ja, ja, ich fahr weiter rechts vorbei. Warte mal, hinter uns, vielleicht den LKW runterziehen, mal kurz. Genau. Oh, und tut auch was. Oh. Ja. Warte, wir schießen erstmal. Wir kümmern uns erstmal hinter euch um das Auto. Auto da uns. Zwei Autos vor uns. Hinter euch ist down. Noch mehr Autos vor uns. Ja. Auto down. Da steht auch Medicus. Noch mehr Autos. Ja, ich glaube, die spawnen jetzt immer wieder, wenn wir da... Ja, wenn wir jetzt nicht weiterfahren, spawnen die immer wieder richtig. So, weiter. Bin fast da. Weiter. Ich hab fast kein Leben mehr. Ja, dann geh in dein Inventar und futter mal ein paar Snacks oder so. Ein bisschen Snacks, Panzerungen, wie auch immer. Nichts da, nichts dabei, nichts da. Ich hab kein, ich weiß nicht, wie man zum Inventar kommt, aber ist Touchpad gut. Drücken und dann auf Inventar. Touchpad gedrückt halt und dann Inventar. Genau. Inventar und dann gehst du auf Snacks. Panzerung, Snacks auffüllen einmal. LOL. Stopp. Du fährst voll rein. Wir können, oder? Ja. Wie sieht das zu, die wir haben gemacht? Vorsicht, der LKW brennt. Ja, weiter. Ja, weil die immer da zu doll drauf schießt. Ja, wenn die Leute dahinter stehen. Warte mal, da könnte was stehen, hier links oben. Ne, ist ein Traktor nur gewesen, weiter. Aber da vorne kommen welche, oder? Ja, kann sein, dass da vorne was kommt. Ich weiß es halt nicht. Doch, da vorne kommt auf jeden Fall ein Auto. Ne, ist ein normales Auto. Weiter. Die stehen, glaube ich, hier noch in der Kurve oder so. Da vorne kommen sie. Oder? Nein, ist normal. Nein, bisher alles gut. Solange unten keine roten Kreise auf dem Ding sind, ist alles egal. Erinnert mich voll an Ghost Wiegen, als ich den Traktor hinterher gefahren bin. Vorsichtig, Leute. Noch ein Kilometer, dann haben wir's. Ich denke, da kommt jetzt auch nichts mehr. Das ist die gleiche Scheune wie bei Avi. Ja, ja, genau. Hier links direkt und dann. Genau, das ist die gleiche Scheune, ja. Ja, gut, es hat einen Moment auch gedauert, bis wir rausgefunden haben, dass der Helion schießt, dass er nicht bei der ersten Rakete direkt da oben war. Weiter. Jetzt. Jetzt kommt nichts mehr. Jetzt kann man nicht durchfahren, oder? Glaube ja. Ja, da. Ach, 300 Meter vom Ziel kommt nichts mehr. Ich glaube, bis ein Kilometer vom Ziel kommen die. Und dann. Genau, so einfach hier gleich links hoch. Und dann an die Scheune ran. Am besten nicht die Scheune blockieren, weil der LKW muss da rein. Einfach hier links daneben, genau. Ja, perfekt. Sehr gut. Und ich mal kurz auf die Toilette. Ja, wir machen jetzt hier gleich einen kleinen Break. Oh Gott, meine Bände! Weißt du, alles nur für so einen komischen Koffer. Alter. Hätte auch einfach den Koffer mitnehmen können, ne? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Kannst du LKW ein bisschen herkutschieren dafür, dass wir das in einen kleinen Kasten runternehmen? Ja, Ersatzteillieferung. Ja, der braucht halt nur eigentlich die Sprengsätze, um die Türen aufzukriegen in der Bank später.
Das sind diese Thermosprengsätze, weißt du, wo du unten die Dinger aufmachst. Mhm. Ich hatte auch gedacht, da sind nämlich noch mehr Zeugs drauf, die hätten Sau mitnehmen können. Aber die wollen echt nur die Thermosprengsätze. Wir klauen für einen guten Zweck, was? So, dann kommen jetzt noch die Biker. Und dann kommt das Finale. Dann haben wir es. Das heißt, nur noch. Ich fahre dann eben kurz zurück zum Apartment. Das dauert jetzt wieder einen Moment. Ja. Hast du den John Spawns immer noch hier oben in der Ecke? So, dann fahren wir mal kurz zurück zum Flugplatz. Warte, wo ist denn der? Hier hinten, okay. Wir hatten hier draußen seinen Bunker. Hä? Wir hatten hier draußen seinen Bunker. Ich hab hier keinen Bunker. Okay, ich hab einen Bunker oben in Paleto Bay. Ja, hier ist ein Bunker nämlich gewesen. Warte mal. Ah, perfekt, hier ist ein Flugzeug. Ist da vielleicht noch ein Hebel? Meiner ist oben in Paleto Bay neben der Jagdhütte da. Ah, ich flieg mal links mit dem Cargo Bob. Ne, hier vorne war einer. Deswegen wunderte ich mich gerade. Meiner ist es nicht. Ich glaube, ich hab. Aber der wurde mir also angezeigt. Ja, ist glaube ich. Meiner, ich habe mir einen suchen lassen. Weil der hier oben ist. So, dann fliege ich mal kurz zurück. Es dauert jetzt wieder einen kleinen Moment. So, können wir kurz noch was zu trinken? Ja, macht. Wie gesagt, wir haben jetzt einen kleinen Leerlauf. It's a Pause! Ja, ich muss halt erstmal zurück zum Apartment. Dass ich halt weiter, dass wir weitermachen können. Ding, das. Ding, ding. Pause. So, der Lehrer beendet den Unterricht. Ihr Klassiker. Mhm. Oh, wie viele hier davon stehen. What the fuck? Was denn? Eine Cargo-Bot. Ich habe gerade einen gefunden, weil ich mit einem gerade weg bin. Na, hier hängen zwei Stück. Alles gut. Ich brauche halt irgendwie schnell ein Fluggerät, weil es geht deutlich schneller als die 8 Kilometer mit dem Auto, um kurz rüber zu fahren. Das dauert wieder. Ja, was für eine Mission, da müssen wir ja gecheckt haben, warum explodieren hier die Autos? Ja, weil der scheiß Heli da drauf schießt. Der natürlich nicht mit der ersten Rakete down ist. Finde. Straßen, da fahren die auch Stahl sind genug kaputt fahren, aber so ein Holzpfahl, ne? Oder Elektroleitung, der bleibt nicht mehr so. Ja, ja. Du kannst alles Mögliche umfahren, aber kein Telefonmast, weißt du? Ja. Und kein Busch. Ah, stimmt, die Bäume, die kleinen Bäume, ja, die kannst auch nicht umfahren, stimmt. Holz ist stabiler als Stahl hier. So, wo muss ich denn hier nochmal zwischenlanden? Wo war doch mein Landeplatz? Hier auf dem Haus, genau. Ich habe hier meinen persönlichen Hubschrauber-Landeplatz gefunden. Und ich kutschiere gerade hier jemanden mit rum. Marquis 1988 wird von mir durch die Luft getragen. Hm. Ist der nicht auf dem Klo? Ja, hat er gesagt, dass der kurz da ist, ne? Er ist rausgesprungen! Dann kommt er sofort wieder. Warum? So. Dann muss ich jetzt hier wieder runter, damit ich nächste Mission einladen kann. Fühlen sich wohl alle belästigt von dir. Schiff freiwillig nicht losgehen. Oha! So. Gut.